eigentlich geht es immer um Massenschlägereien. Es geht immer um Massenschlägereien, genau. Oder Satanismus. Wir haben uns heute für Massenschlägereien als Thema entschieden. Wobei er natürlich jetzt gerade die Ausnahme gemacht hat. Du bist kurz aus der satanischen Meditation heraus. Ja, er fällt schon wieder von schnell an. Tagen in San Francisco, in der Bar zum wilden Hai, in der Ecke beim Glas Whisky saß ein Seemann aus Hawaii. Kam zu ihm ein wilder Bursche, stank nach Schnaps von weitem schon, wagt mit ihm mein kleines Spielchen, plündert aus Hawaiians Sohn. Noch ein Dritter sah die Pleite, sah das falsch. Der Bursche spielt, sucht ihn nach in alter Sache, zieht den Colt und schon gekillt. In der Kneipe, zwei Parteien sind sofort, es gibt Tote schon in Massen, auf der Straße schreit man Mord, man baut Leichen, Barrikaden, es ist eine riesen Schweinerei, auf dem Dach steht ein Ficker, schreit verheckt. Am Boden hat die Schnauze voll vom Blut, seine Dynamitpatronen wirft er in die Ofenglut. Draußen heulen schon Sirenen, angerast kommt Polizei, ein Krach, es liegen Brocken und die Kneipe ist vorbei. Smelly, super gemacht. Ja, das ist aber nicht verwunderlich. Wir haben sehr viele Kinderfans. Also sehr viele Kinder finden das gut. Deswegen, wenn ihr Kinder zu Hause habt, nehmt euch das gesamte Repertoire mit und ihr habt nie wieder Sorgen. Ja. Okay, dieses Thema Satanismus, das müsst ihr dann zu Hause erklären. Aber das ist ja auf den Flanken versteckt. Genau. Und das ist eigentlich nur ein Spaß. Nein, das ist völlig ernst. Man muss hier nur rückwärts spielen. Ja, okay. Alles klar. Okay. Aber jetzt gibt es was für die Erwachsenen, einen kleinen Schmusesong. Schick mich nicht raus, noch ein kleines bisschen. Wenn ich von Mutter, der Rat von Vater ist nichts mehr. Schließ die Waschraumtür, komm ganz leise zu mir. Lass dein Kleid an, ich hab alles, was ich brauch. Die Liebe, die ich so sehr brauch.
Schick mich nicht raus, noch ein kleines Flüsschen. Den Wäldern Sachsen-Anhalts erschossen worden. Wilderei war ein sehr, sehr schweres Delikt, weil sich die Fürsten sich ihre Wälder nicht leer schießen lassen wollten. Vorher war das ein Jedermannsrecht, jeder konnte sich dort bedienen für sein quasi Leben und Essen. Das ist aber später, als diese ganzen Sachen privatisiert wurden, immer weiter zurückgedrängt worden. Wilderei war ein schweres Delikt. Und dieser Wilderer hat auch ein Denkmal im Elbsandsteingebirge. Wir machen es jetzt einfach mal ihm zu Ehren. Wir versuchen uns in ihn hineinzuversetzen. Was hat er gedacht auf seiner letzten Fahrt? Und das hört sich ungefähr so an. Dunkler Nacht auf finsteren Wegen. Eilte ich dem Tod entgegen. Sie ließen mir weder Ruhe noch Rast. Voll Rache, Durst für Sündenlast. Ihr daheim, meine Liebe. Wusstet nicht, wo ich geblieben. Ein Schuss. Das war's bei Mondenschein. Hahn in Ruhe, ich ganz allein. Im Pulverdampf stieg ich hinauf. Über Tann und Bachverlauf. Ihr daheim, meine Liebe. Wusstet nicht, wo ich geblieben. Vergebens war mein Flüsterruf, den durch Rauschen ich erschuf. Und ihr daheim, meine Liebe, suchtet mich vergebens.
Roland ist eben kurz da hinten und befreit eine seiner Mundharmonikas von den Currywurstresten. Den muss er das Textblatt holen. Ach so. Vielleicht noch eine kurze Frage, das ist auch eine Premiere heute. Wie findet ihr den Anzug unseres Drummers? Ja, ich habe mich schon gefragt. Sehr steril. Ja, steril. So, ist echt, der soll nämlich steril sein. Kommt das richtig kühl rüber und abweisend? Ja. Geil. Ja, ne, seltsam, oder? Das ist, der Typ ist auch echt so drauf, ehrlich. Das, aber gewöhnt euch dran, dieses neue Gebäude an der Chausseestraße, ne, für diese Abkürzel BNA, ne? Die haben alle diese Anzüge an. Also in Berlin sehen demnächst ein Drittel aller männlichen Arbeitnehmer sehen so aus. Bundesnachrichtendienst, ne, seid ihr, oder? Nee, das ist abhörsicher. Ja, also wir haben zusammen, die Geschichte, also wir haben zusammen für Walt Disney mal so ein Road-Movie gemacht, das hieß Spaß muss sein. Der Paar ist hier der mit dem Hut und den großen schwarzen Ohren, der sich nie wäscht. Und Marcel ist der kecke Enterich hier. Ne? Wir anderen sind nicht drauf auf dem Cover, weil die uns weggezaubert haben vorher. Ne? Aber schön ist bei diesen Disney-Platten, da sind immer so Textbeilagen bei. Wenn wir die Texte vergessen, wir kommen jetzt auch über 30 in dieses Alter. Da kann man das ablesen. Deswegen haben wir die jetzt nochmal rausgeholt. Wir saßen nicht mal zusammen in Ostwestfalen in einem Gefängnis. Da ist dieses Lied entstanden. Wir sind in einer 30er-Zone 33 gefahren. Der Sheriff in Bad Oeynhausen hat uns sofort rausgewunken. Wir waren natürlich wie euphorisiert von dieser Produktion. Und wir mussten eine Nacht im Gefängnis in Bad Oeynhausen verbringen. Und als wir da reinkamen, das war eine stickige, dunkle, feuchte Zelle, hört man in der finstersten Ecke hinten so ein... Wir hatten natürlich ziemlich Muffensausen, weil wenn man so Disney-Filme dreht, ist man ja anders drauf. Ne? Da hat man ja so eine heile Welt. Smelly hatte zum Glück sein Feuerzeug dabei. Und wie da es über uns kam, wir werden es bis heute nicht begreifen, saß in der Ecke schnarchend Gunther Gabriel. Er war in derselben 30er-Zone 38 gefahren und hat einen Monat bekommen in der Zelle. Und wir haben zusammen dieses Lied geschrieben. Es heißt Folsom Prison Blues. Vielen Dank, Dieselknecht, meine Damen und Herren. Thomas und Bernd, ihr. Hey, ich war grad noch ein Junge, Mama, die sagte Sohn. Bleib immer brav und ehrlich und spiel ich mit Pistolen. Da erschoss ein Mann in Reno, nur zu sehen, wie er im Staub verreckt. Und vor Gericht gab's keine Gnade, drum hat man uns in dieses Loch gesteckt. Ich war grad noch ein Junge, Mama, die sagte Sohn. Bleib immer brav und ehrlich und spiel nicht mit Pistolen. Da erschossen man in Reno, nur zu sehen, wie ein Staub verreckt. Vor Gericht gab's keine Gnade. Komisch, die haben die erste Strophe jetzt zweimal draufgeschrieben auf der Mickey Mouse Platte. Gitarrensolo! Er kreucht und tut sich schwer. Wir sind hier gefangen, vier Bände und nicht mehr. Wir sitzen fest in Folsom Prison, der Knast ist unsere Endstation. Und der Zug fährt immer weiter, runter bis nach Senator. Ich sehe, wie dieser sitzen mit ihren schönen Frauen. Shampoos trinken und ein Zigarrenkauen. Und wir sind gefangen und kommen nie mehr frei. Und während die sich amüsieren, wird unser Herz so schwer wie Blei. Komm, Brat, such mal eine Zicke. Thank you.
Tag als freier Mann und Bürger und nicht in einem Sack. Dann nehme ich diesen Zug da und rufe Heizermann. Schmeiß alle Kohlen